Die Klangliege aus der Klangwerkstatt besteht aus einem gewölbten Klangkörper und zwei filigran geformten und zugleich robusten, für den Transport abnehmbaren Bogenfüßen, die jeweils an drei Punkten mit dem Korpus verbunden sind. Dieser Film unterstützt sie bei der Montage des Instruments. Der Korpus sollte hochkant so stehen, dass die Zarge mit den beiden außenliegenden Schalllöchern sich oben befindet. Stecken Sie bitte zunächst eine Gewindeschraube mit Unterlegscheibe in die mittlere Bohrung eines Fußes, sodass die Filzbeschichtung zum Korpus hin zeigt. Nun greifen Sie in eines der Schalllöcher und heben den Korpus so hoch, dass Sie die aus dem Fuß herausragende Schraube in die korpusmittig angebrachte Bohrhülse schieben können. Drehen Sie die Schraube mit dem Imbusschlüssel an und setzen Sie den Korpus erst dann ab, wenn Sie sicher sind, dass die Schraube fest angezogen ist. In gleicher Weise verfahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite mit dem zweiten Fuß. Wir empfehlen, diese Arbeit zu zweit auszuführen, insbesondere beim ersten Mal. Nun steht die Klangliege sicher auf beiden Bogenfüßen und kann um ihre Mittelachse in die Liegeposition gedreht werden. Für den Aufbau des Instruments als Liege werden zusätzlich die beiden äußeren Schrauben benötigt. Bitte ziehen Sie diese zunächst nur leicht an. Auf der gegenüberliegenden Seite verfahren Sie entsprechend. Zum Ausgleich von Fußbodenunebenheiten, beispielsweise bei alten Dielenböden, sind die äußeren Löcher der Füße etwas weiter gebohrt, sodass es immer möglich sein wird, auch die vierte Schraube durchzustecken, solange die übrigen drei noch nicht fest angezogen sind. Erst wenn alle sechs Schrauben montiert sind, drehen Sie diese bitte fest an. Nun ist die Klangliege höchst stabil und belastbar. Wollen Sie die Liege an einen anderen Platz verschieben und stellen fest, dass sie dort wackelt, so verfahren Sie entsprechend. Erst die äußeren Schrauben leicht lockern, bis der Korpus nachsacken kann, dann wieder kräftig anziehen.